Hallo liebe Sportsfreunde, ich begrüße euch zur ersten Ausgabe von Inside Rhönfried. Heute sind wir zu Gast bei Klaus Steinbrink, einem der erfolgreichsten Brieftaubenzüchter der Gegenwart. Er wird uns heute seine Bausteine des Erfolges schildern und vielleicht kann ich ihm das ein oder andere Geheimnis noch entlocken. Hallo, guten Morgen, Stefan. Klaus, wenn du dir neue Zuchttauben aussuchen möchtest oder nach neuen Spitzenmaterial suchst, wonach gehst du vor? Schaust du dir im Internet Preislisten an? Schaust du dir Internetversteigerungen an? Oder nach welchen Kriterien fängst du an auszusuchen? Die müssen in der Genetik verankert haben, dass sie 500, 600 Kilometer herausragende Spitze fliegen können. Und das ist natürlich bei mir nie langsamer wie der erste. Auch in großen Feldern, da sehe ich sehr gerne das Feld der Regionalverbände, dass es eng und geschlossen ist, nicht Riesenfelder, wo der Wind es mehr entscheidet. Und diese Tauben, die sich da herausragen, zeigen über alle 400, 500 und 600, wobei ich sehr gerne sehe, dass da 500, 600 erste geflogen werden in der Sorte. Ne? Wenn du jetzt einen Zuchtpalmenzuchtschlag hast, wie viele Junge ziehst du jedes Jahr aus einem Paar? Ich mache das so, ich habe für jeden Vogel circa 2, 2,5 Weibchen. Ne, die Weibchen verschleißen mir viel zu schnell und die gehen immer wieder systematisch in die Ruhevoliere, um sich dort auszuruhen. Die abzumelken oder abzustrippen, Tauben, das hasse ich selber, das den Tieren anzutun. Jetzt zum Beispiel Angelina Jolie von 11 bis 6-jährig gespielt mit 12 noch. 13 liegt heute noch einwandfrei. Aber die paar ich natürlich erst im April an, wie es sich gehört. Mach 2 Bruten, dann trenne ich sie wieder. Ne? Dann warte ich wieder 6, 8 Wochen. Das zeigen die Tauben mir dann auch, gerade die Weibchen. Sie kommen dann wieder nach vorne und möchten verpaart werden. Ne? Also kann man davon ausgehen, dass du ungefähr 4 bis 6 Junge pro Zuchtvogel für dich selber absetzt? Nein, höchstens 3. Ich züchte aus meinen Reisenassen ja auch fürs Leben gern. Okay. Es wird ja alles gepaart, 1. Dezember, circa, plus minus. Ne? Und eine Zuchttaube, man sagt ja immer, man soll eine Zuchttaube circa 3 Jahre oder 4 Jahre eine Chance geben. Ist das bei dir genauso oder bist du da kurzatmiger? Mit den neuen Jungen, die keine Eingewöhnungsprobleme haben, bin ich sehr schnell. Aber mit den alten Supertauben bin ich sehr vorsichtig. Also gibst du denen durchaus schon mal 3, 4 Jahre eine Chance, bis was Gutes daraus kommt? Ja, weil im ersten Jahr kann man sie meiner Meinung nach vergessen im Zuchtstall. Ne? Die sind schon ein bisschen albern. Ne? Und meistens habe ich dann so über Jahre das festgestellt, dass die nicht gleich richtig durchzünden. Und wenn die so super geflogen haben, sollte man denen auch eine Chance geben. Ne? Und den Partner wechselst du dann auch jedes immer, Jahr? Ja, ne? Jedes Jahr einen neuen Partner. Ich habe selten Paare gehabt, der damals wie die herausragende Kleopatra oder Mauritius mit dem Titanenpaar, was ich mehrere Jahre zusammengelassen habe. Aber nach 2 Jahren, dann geht die Kurve ganz klar nach unten. Also trennst du dann auch ein gutes Zuchtpaar, wo du richtig gute draus hast? Die trennst du dann auch und paarst die um, ja? Ja, weil ich auch nicht möchte, dass die Weibchen zu überstrapaziert sind. Die müssen ja legen. Und die beiden Jungen hochzüchten. Bleibst du dann in der Linie drin, wenn du den umpasst? Oder sagst du einfach, jetzt kreuze ich mal was ganz anderes da rein? Bunt in Leistung, nur Ass an Ass, Leistung an Leistung. Zuchtleistung entweder, also die bewiesenen Täubchen, die jetzt 10 zweistellige mit 3 Partnern gebracht haben. Ne? Wenn ich die an eine fremde Taube dran setze, erwarte ich natürlich von der neuen was. Weil es ja erwiesene Zuchtasse sind, ne? Also viele Brieftaubenzüchter, wenn wir da über einen Zuchtschlag reden, reden die meisten nur über Zuchtvögel. Ja. Setzt du da auch mehr die Priorität auf Zuchtvögel? Nein. Was ja eigentlich total unlogisch ist. Nur die Weibchen. Die Weibchen entscheiden über den Sieg, finde ich. Ne? Das Weibchen ist wesentlich wichtiger wie der Vogel. Warum? Ich glaube, dass die mehr die Genetik weitergeben. Die gute Genetik eher weitergeben wie Vögel. Obwohl es mit Sicherheit auch herausragende Vögel gibt. Aber in Züchterkreisen redet man ja meistens über den super Zuchtvogel. Ja, ich spreche eher, meine ganz großen Tauben waren aber alles Weibchen. Okay. Ne? Waren das auch alles sehr gute Reisetauben bei dir, die in der Zucht sind? Teils, beides. Ne? Ein gutes Zuchtass ist mir genauso lieb wie ein Reiseass, Stefan. Ne? Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, ja. Wenn jetzt mal so ehrlich selber zu dir bist, von den letzten 20 Neuerwerbungen,
Wie viele sind denn heute noch da? Ja, das kann man jetzt schwer sagen, weil die neuen jetzt ja noch gerade in Versuch sind. Aber so in der Regel bleibt von 10 höchstens eine. Höchstens. Eine Zuchttaube bleibt übrig? Ja, von 10. Von 10, die du dir holst? Ja, ja, höchstens. Weil sie dir nachher nicht mehr gefallen oder weil sie einfach nichts gebracht haben? Die Leistung. Mein Leistungsstandard ist ja ganz hoch und es geht für mich immer schwieriger an, noch bessere zu kommen. Ne? Muss ich auch immer zur Entschuldigung sagen. Ne? Wobei ich das kein Übel nehme. Ne? Tauschst du manchmal auch mit erfolgreichen Züchtern? Nicht so Junge? Gerne. Ne? Denn du hast mir und ich habe dir und dann geht das dann immer. Ne? Also machst du das gar nicht? Eigentlich. Nee, am liebsten bezahle ich die Bar und fertig. Ne? Manchmal auch aus dem Grunde am liebsten im Internet. Ne? Wobei ich oft Glück habe, wenn ich mir da mal eine rauspicke, was auch ein absoluter Burner ist. Ne? Wenn du dir Zuchttauben neu dazu holst, würdest du dir auch ältere Tauben dazu holen? Ja, habe ich auch schon gemacht mit hohem Erfolg. Nur ein, zwei Jahre sind dann weg. Da muss man sich leider sehr geduldig zeigen. Aber dann können sie gewaltig zünden. Klaus, da muss ich ein großes Lob aussprechen. Das ist ein hervorragender Zuchtschlag. Ja, das ist mir auch sehr wichtig im Sport. Dass die Tauben top untergebracht sind und auch top versorgt werden. Hast du die neu, die Zuchtzellen? Das habe ich jetzt vor 2 Jahren alles abgerissen hier. Das war mir überaltert. Und dann wieder vollkommen neu aufgebaut. Alles, ne? Okay, jetzt sehe ich hier eine Besonderheit. Du hast auf dem Boden. Was ist das, wenn ich mal fragen darf? Das sind so Buchengeschnitzeltes. Und Katzenstreu ist da drunter. Und wie? So brauche ich gar nicht mehr sauber machen, habe es sehr pflegeleicht. Kratzt du da den Kot weg? Da machst du gar nichts. Das ist 8 Wochen drin, ne? Das zermalt sich und pulverisiert sich, wenn wir jetzt hier laufen. Pulverisiert sich das nur noch und die Tauben fühlen sich so bei der Sache sehr wohl, ne? Also das ist super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Schön trocken auch im Winter, ne? Hast du das ganze Jahr da drin? Ja. Und wir haben jetzt überhaupt keine Arbeit gemacht, das ist nur hier. Das ist die Arbeit und kratze hier neu mit dem Spachtel das ab. So kommt das da rein. Und in der Zeit spiele ich heute lieber mit meinen Tierchen. Ne? Und wie oft im Jahr tauschst du das aus? Gar nicht. Das ist zur Hauptmauser. Ne? In der Mauserzeit, die Federn gehen mir leider so ein bisschen auf den Sack. Da kann man mal sein in der Stoßmauser, dass ich es rausnehme, dann hier eben durchsaugen kann. Weil wegen dem Federguss fühle ich mich dann selber nicht mehr so wohl. Ne? Okay, na, das da kann auch mal sein, dass da, sagen wir mal, 4 Wochen stemmen, dann ist die Decke ja weitestgehend runter. Ne? Wer ist das da? Das ist Gottmali. Super Feierabend, ne? Auch wenn ich so woanders hingehe, da glänzen die auch immer. Hat der selber bei dir auch geflogen? Nein, den habe ich mir so aus dem Internet gezogen. Das war ein absoluter Bingo. Ne? War noch fast ein Volltreffer. So, Klaus, jetzt hast du mir hier mal einer deiner besten Zuchtvögel. Ist das so richtig? Ja, mit. Wer ist das? Wir verfügen hier schon über 7, 8, 9 Ausnahmetalente in diesem Stall. Ne? Zuchttechnisch. Das ist der Gottmali. Von Horst und Frank Sander aus Münster. Ne? Das ist ein absoluter Volltreffer, mega Feier, aber jetzt schon Enkel wieder den ersten. Ne? In der Verbindung mit der Krakaufenberg-Sorte und Olympiade. Ne? Oh nein, nicht Olympiade-Sorte. Da ist er wieder der Opa, von dem wir jetzt den ersten fliegen. Ne? Hast du von diesem Vogel auch schon Geschwister im Zuchtstall? Ja, auch. Ich habe da natürlich noch mal ein paar nachgeholt, ne? So, das wie siehst bist du auch schon, wie weit die sind in der Mauser, ne? Wie drauf die sind. Die sind immer auf einem ganz hohen Level, die Tauben. Ne? Jetzt erzähl mir noch mal die Geschichte von diesem Vogel. Wie bist du darauf gekommen, den zu kaufen? Ja, der sprach mich so an im Stand und dieser Ausdruck dieser Taube, da habe ich dann auf, wie heißt er noch, unendlich gedrückt, ne?
Also, Im Internet hast du die Bieterautomatik dran, ne? Da ist er dann irgendwie bei 100.000 hängen geblieben. Okay. Aber dich hat ja mit Sicherheit auch die Abstammung fasziniert, oder nicht? Ja, die ganzen ersten, die drin liegen, über 600 Kilometer. Und das ist für mich alles entscheidend, weil ich bin ja ein leidenschaftlicher Programmspieler. Und das ist mir sehr wichtig, dass meine Tauben sich besonders auf 400, 500 und 600 Kilometer beweisen. Ne? Hast du ihn als Jungtaube erworben? Ja, den hat der Frank, glaube ich, im Mai festgesetzt. War dann durchgemausert, wo ich ihn abgeholt hatte. Ne? Bedingt, weil er nicht geflogen hat. Jetzt hatte ich den Eindruck, dass das ein winterjunger Vogel war, den der Frank nicht mehr haben wollte. Nein, sagt der Klaus, das mache ich nicht. Ich habe dann auch nachgeguckt, der hatte der gar nicht gespielt. Der war wirklich von seinem Charisma so am ersten Tag hier reingesetzt. Und das machte der schon als Piece. Da sag ich, Klaus, du hast ein Bingo, ne? Angepaart und dann das erste Jung, ein Ei war leider aus der Schale gefallen im Mai, war der gerade gesehene 85 schon bereits, ne? Natürlich immer mit Titan, ne? Mauritius mal den Titan, ne? Das waren schon herausragende Tauben, ne? Ja, hier habe ich den Drago aus der Olympiadesorte von Hörster Brinkhoff. Die habe ich eingekreuzt in meinem Titanpaar. Die Mutter ist die 213, eine meiner herausragendsten Fliegerinnen. Von ihm, muss ich sagen, besitze ich jetzt noch 9 volle, die Listen hier dominieren. Ne? Diese Saison hast du 9 volle noch von dem Vogel? Ja, ja. Da außergewöhnliche Taube. Ne? Wie viele Preisflüge habt ihr schon gehabt? 6. Und hast du noch 9 von die 6 Preise haben? Ja. Und selbst die Enkel sind gnadenlos. Ne? Da war auch von ihm noch ein Spritzer drin mit dem diesmaligen Herzen. Ne? Das sieht man ja auch am Brustbein, dass da nichts anbrennt, wenn man da, ich sag das mal immer, die dann nicht so ausstaffiert sind. Ne? Immense Härte jetzt auf den kommenden Flügen sitzt da drin. Ne? Auch diese Sorte baue ich jetzt zum Beispiel auf Plattling, der jetzt ansteht Samstag. Was ja, denke ich, wohl ein anspruchsvoller Flug wird. Hat er auch selber sehr gut geflogen, oder? Ja, er macht mal als Jungtaube mit 45 Minuten Vorsprung gegen 300-400 circa hier auf 480 Kilometer legte der an. Daraufhin habe ich ihn gleich natürlich angepaart an eine sehr gute Täubin, an die 424 aus der Krack-Sorte, die selber 4 Erste fliegt. Und das Jung gezüchtet. Und da war der Grizzly Adams mit 5 Erste geboren. Der ist, glaube ich, 3-mal auf voll brachte. Mit auch über 1000 Punkte, was hier sehr selten ist. Ne? Also man kann es schon sagen, Klaus, jetzt haben wir ja einige Zuchttauben von dir mal in der Hand genommen, dass du wirklich darauf Wert legst, dass Tauben A selber sehr, sehr gut geflogen haben müssen. Ja, ja. Oder halt zumindest, wenn du dir was Neues dazu holst, muss es schon sehr nah an der absoluten Spitze, an der Basis liegen. Also nicht irgendwelche Enkel-Enkel-Generationen. Nee. Oder Papa nicht geflogen, Mama nicht geflogen, Opa nicht geflogen, Oma ist schon das Buch zu. Ne? Also sowas will ich gar nicht haben, auch wenn das noch so Modepapier ist, da lege ich keinen Wert drauf. Also die Eltern sollten in der Regel schon absolute Spitzentauben gewesen sein. Ja. Jetzt, da ist sein Vater zum Beispiel, ne? Auch ebenfalls erster Konkurssieger, mehrmals zweistellig. Ne? Das ist jetzt ein 12er. Ne? So, jetzt haben wir deinen Zuchtschlag gesehen. Ich muss sagen, da sitzt wirklich exzellentes Zuchtmaterial. Das beweist du ja auch Woche für Woche auf den Preisflügen und natürlich auch die absolute Spitze schon seit Jahren. Ich behaupte mal, es ist ja die Kunst, oben zu bleiben. Und ich glaube, die Kunst, oben zu bleiben, fängt im Zuchtschlag an, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn der Aufbau nicht passt, hat man verloren. Klaus, vorhin hast du uns ja deine Zuchttauben gezeigt. Ich war absolut begeistert von diesen Tauben, die selber sehr viel Leistung auch schon gebracht haben. Jetzt hätte ich noch 1-2 Fragen, die mit Sicherheit auch jeden Züchter interessieren. Arbeitest du in deinem Zuchtschlag mit Licht? Wenn ja, wie machst du das? Ja, bedingt dadurch, dass ich ja sehr früh anfange, weil ich meine Tauben ja ein bisschen andersartig, die Jungtauben dann abrichte wie andere. Aber zum Zuchtschlag natürlich denn, in der Winterzucht natürlich perfekt mit Licht. Das geht dann 5.30 Uhr an oder 6 Uhr und bleibt dann auch im Dezember, Januar, Februar durchbrennt, durchgehend an bis circa 9:30 Uhr. Dann kann ich dahin wackeln, wann ich möchte.
wie du gesehen hast, mit meinem Einspreu, Griet, 5 Liter Tränke. Ich habe mir alles sehr, sehr bequem gemacht. Räuber dann lieber mal denen meine Nester rum und guck nach allem wieder stundenlang noch rumzukratzen. Ja, natürlich wird die Zugtaube bei mir auch perfekt versorgt und auch perfekt darauf vorbereitet. Bei mir muss die Taube immer gut draufstehen. Das sieht man ja auch schon, wenn man sie so betrachtet, denke ich. Ja, und dann ja, Vorbereitung der Zuchttauben, wenn wir darüber sprechen wollen, mache ich immer eine 7-tägige Rizol-S-Kur. Das ist schon ja, 3 Jahrzehnte guter Brauch. Natürlich Rizol-S von Röhrenfried, das wisst ihr ja alle. Ne? Der Sache vertraue ich immer sehr. Ja, und dann werden die Tiere auch beim Tierarzt vorgestellt. Und wenn natürlich was ist, werden die kerngesund gemacht. Denn ich bin einfach der Auffassung, nur gut versorgte und gesunde Zuchttauben können auch gesunde Nachzucht bringen. Ja, Sportfreunde, wollen wir den Zuchttauben mal eine Mischung fertig machen? Weil es jetzt die letzten Tage so heiß ist, dann gehe ich gerne mal auf unser Atemfrei. Das ist sehr gut für die Atemwege und einmal die Woche mache ich den gesamten Tauben da was mit fertig. Den guten Hustensaft zeige, das tut meinen Tauben immer sehr gut wegen der Hitze. Ne? Also kannst du sagen, Klaus, gibt es das auch deinen Reisetauben, wenn es jetzt besonders heiß wird? Ja, jetzt nach bei einem der Flug? Großen Hitze einmal die Woche bekommen sie das. Ne? Womit bindest du das dann ab? Mit Avimicin Forte zum Beispiel? Ja, auch. Ne? Da haben wir mehrere. So, schnell durchgerührt. Und bindet auch sehr gut. So, und das ist jetzt hier mein Lieblingsmittel. Ne? Die Milch. Das finde ich jetzt speziell, weil wir jetzt ja speziell etwas für die Zuchttauben machen. Das am besten, muss ich sagen, ist noch ein super Wachstum der Jungtauben. Ne? Die explodieren wirklich in der Schale dadurch. Ne? Ja, ich bin immer so ein bisschen schneller Mensch, der sich das alles immer relativ gerne einfach macht. Rühr das schnell an. Heute nehmen wir natürlich wieder unseren Topfett-Futterkalk damit bei. So, und das ist mir sehr wichtig, dass das auch trocken ist. Ne? Also das möchte ich nicht, dass das so klebrig, matschig da ist. Ne? Und Kalk lieben meine Tauben schon seit jeher. Topf mit Futterkalk. Ich glaube, da kann ich immer so einen 25 Kilo Eimer immer im Jahr 25 Kilo haue ich da bestimmt durch. Ne? Guck, und das tut mir auch mal gut, gerade im Zuchtschlag. Noch den berühmten Löffel vom Immunbooster. Wie oft in der Woche, Klaus, rührst du denn deinen Zuchttauben irgendwas im Futter an? Wo es jetzt kalt war, mache ich das natürlich mit unserem Optibrid. Das finde ich sehr gut. Aber jetzt mal bei Hitze da drin, weil ja auch der Sauerstoffgehalt nicht so hoch ist, nehme ich natürlich abends dreimal. Ne? Ansonsten kann man sagen, 2 bis 3 Mal die Woche Optibrid. Und mit diesen ganzen Komponenten hier, plus Entrobac und Immunbooster, bei Kräuter komplett nichts, wird das abgelöscht. Ne? Hast du da ein spezielles System, dass du das Montags, Mittwochs und Donnerstags oder machst du das da gefühlt? Ich finde, das können wir auch gar nicht, dieses irgendwas aufschreiben. Denn den ganzen Frühjahr war es kalt, dann habe ich nicht so selten atemfrei. Dann nehme ich lieber Optibrid. Ne? Das ist meine Meinung. Ja, klar. Und jetzt bei der Hitze natürlich atemfrei. Den guten Hustensaft, das ist, finde ich immer, tut den Tauben gut. Und man sieht es ihnen auch an. Wann passt du deine Zuchttauben an? So circa 1. Dezember. 1. Dezember. Wenn du die am 1. Dezember anpasst, arbeitest du dann bei den Zuchttauben im Vorfeld auch mit Licht, dass du 2 Wochen vorher zum Beispiel Licht anmachst? Ja, 7, 8 Tage. Sonst zu viel bei meinen Zuchtweibchen, die werden sehr schnell denn zugänglich. Das habe ich nicht so gerne. Ne? Okay. Kann ruhig 8, 9, 10 Tage dauern, bis das erste Ei fällt auf normalen Weg. Wenn ich so 14 Tage, 3 Wochen belichten würde wie andere, glaube ich, käme es, vielleicht hätte ich den Pech, dass nach 2, 3 Tagen da schon Eier liegen. Das möchte ich nicht mehr. Werden deine Zuchttauben auch geimpft? Alles perfekt. Ne? Pocken, Salmonellen und natürlich Paramyxiose. Ne? Okay, wann machst du das immer? Im Oktober zum Beispiel? Ja, ja. Ne? Und dann stellst du deine Zuchttauben? Alle meine Tauben werden im Oktober geimpft. Okay. Und du stellst deine Zuchttauben auch dem Tierarzt vor? Ja. Okay. Hat er schon mal was gefunden? Ja, da kann mal hier und da was gewesen sein. Letztes Mal hatte ich es weggeschickt.
Da sollte ich 5 Tage Chloramphenicol geben. Hat den Tauben auch sehr gut getan. Sichtbar war es ganz klar die richtige Entscheidung. Alles gut, ne? Aber ansonsten keine Würmer, keine Coccidien. Impfdecke ist immer vollkommen vorhanden. Sprich, Salmonellose schließe ich ja gleich aus. Durch meine perfekte Impfdecke, ne? Man hört ja sehr häufig von Spitzenschlägen auch oder generell von Taubenzüchtern, die reden dann immer, wenn sie ihre Zuchttauben anpaaren, ja, Befruchtungsrate 100%. Ist das bei dir auch so? 100 will ich nicht sagen, da geht mal ein Ei kaputt oder ist auch mal ein leeres dabei. Also, aber ist schon hoch. Können wir von 90% sagen? Ja, ein bisschen mehr. 95 würde ich sagen, bringen die schon. Ne? Sind natürlich auch perfekt vorbereitet mit E50. Ne? Weil im Winter ist alles ein bisschen eingeschlafen, da muss ich natürlich etwas nachhelfen. Ne? E50, denn natürlich unser Entrobark Immunbooster, top mit Futterkalk. Ne? Heute zum Beispiel, was wir ja gedreht haben, war am Abend frei dran wegen der Hitze. Und dann natürlich die ganzen Kombinationen. Ne? Und das immer so 2-3 Mal die Woche. Ne? Aber wichtig ist schon, dass man das, wenn man sich sowas vornimmt, mit übers Futter geben, dass man das auch regelmäßig macht. Ja, ja, ja. Das ist ja auch wichtig, denke ich. Nicht einmal ganz viel, dann gar nichts. Algorithmisch wird ja, sollte man generell mit Tauben arbeiten. Auch im Reisesystem. Nicht mal hier und mal da und mal huxi-duxi. Ne? Das ist, wie gesagt, das E50 in der Zucht. Das ist das Optibrid. Und dann bei großer Hitze auch mal einmal die Woche abendfrei. Also ich sehe meinen Tauben das an, gerade durch abendfrei Hustensaft, muss ich ja ganz einfach simpel sagen, tut dem wirklich gut. Ne? Wann trennst du denn deine Zuchttauben wieder? Die Tauben werden am 23.07. getrennt. Das heißt, Endflug wird abrupt alles bei den Zuchttauben abgebrochen. Dann beginne ich ja oben mit der Paarerei dann, ne? Zum Ende des Monats, wenn der Endflug gewesen ist. Und dann züchten wir da oben weiter und dann möchten wir, dass unsere Zuchttauben generell Ruhe einkehrt. Vielleicht auch die letzte Mauser. Aber sie sind gut versorgt und mausern auch schon zum größten Teil vorher durch. Ne? Okay, danke schön. Bitte schön. Klaus, kommen wir nun zu den Alttauben. Dein Spezialgebiet, würde ich mal sagen. Du reist mit Reiseweibchen und Reisevögel, ist das richtig? Ja. Warum bist du eigentlich der bessere Züchter als die meisten anderen? Ja, bin vielleicht ein Top-Versorger, würde ich sagen. Das würde ich sagen, so mein Steckenpferd. Top-Tauben, Top-Schlag, ne? Alles zusammen. Ich sage mal, es muss funktionieren wie eine Schweizer Uhr. Ne? Wenn du sagst, du bist ein Top-Versorger, lässt du dir viel Zeit beim Füttern? Ja, die werden einschlagen, macht mein Sohn ja. So unser Spitzenschlag, man soll das ja richtig machen. Da sitzen unsere Besten drauf mit. Haben wir auch so gezielt gemacht. Und den macht mein Sohn, der macht das auch sehr leidenschaftlich. Die aus der Hand füttern, ein bisschen mit den Spielen und so. Ne? Der ist natürlich beruflich auch wegen seiner beruflichen Situation sehr eingebunden. Der kommt immer abends so 17, 18 Uhr. Ja, 1-2 Stunden. Ne? Und macht dann da seine Truppe. Ne? Der versorgt die Jungtauben und die sein Wettverschlag mit hohem Erfolg. Ne? Ich die Reiseweibchen und den anderen Schlag. Ne? Wie viele Stunden verbringst du denn ungefähr am Tag mit deinen Reisetauben? Während der Reise? Ja, 4 Stunden. Morgens 2 und abends 2? Ja, so grob. Ne? Ist ja auch mal Unterschiede da wieder. Ne? Mal zeigt man sie, dann bist du eine Stunde mehr los. Ne? Hältst du deine Reisetauben am Anfang der Woche knapp? Nein, immer satt. Was heißt für dich denn immer satt? Fütterst du die jetzt, sagen wir mal, die Rinne Dribbeln so? Mehr und das räume ich ab. Okay, also du fütterst die Rinne einmal voll, ja. Und dann räumst du irgendwann später ab. Ja, das heißt, ich lasse es auch gerne mal eine 3/4 Stunde einfach liegen. Weil die sind nervös, die Tiere denn, ne? Höheren Geschlechtstrieb und da sehe ich es gerne, dass sie sich eine Stunde satt fressen können. Ne? Fressen die denn donnerstags dann auch noch sehr ja, gut? Ja, ja, ja. Das reguliert sich meiner Meinung nach von alleine, da ich ja sehr viel jetzt nur noch mit der Basismischung arbeite. Ne? Das ist ja einmal Top Energie, Top Mix und Grand Prix. Ne? Also auch mit Hülsenfrüchte
Und das gefällt mir für Männchen am besten. Bei Weibchen bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich da mal wieder einen Gerstentag mache oder nur einen Top-Relax-Tag. Ne? Fütterst du auch zusätzlich Sonnenblumenkerne oder Erdnüsse? Nein, gar nicht. Also gar keine fettreiche... Pirella-Saat. Pirella ist für mich Omega-3-Fettsäuren in der reinsten Form. Und da das eine Schutzhülle hat, die Pirella-Saat, bevorzuge ich die jetzt. Ne? Wann bekommen die denn die Pirella-Saat? Jeden Tag jetzt eine Handvoll, Abflug 4. In diesem Jahr muss ich es eher machen. Das ist ja immer klar, stell mir einen Plan auf, sage ich, ich kann keinen Plan erstellen. Das geht nämlich nicht. Dieses Jahr läuft ganz anders wie das im Jahr zuvor. Und daher kann ich ja keinen Plan machen. Einmal hatten wir letztes Jahr Klischee-Jungtaubenflüge und ich musste meine Tauben ganz anders versorgen wie in diesem Jahr. Härte, kaltes Wetter, ohne Sonne. Da musste man sich ja vollkommen anders umstellen. Ne? Fütterst du noch zusätzlich Eiweiß übers Futter, das K&K zum Beispiel? Ja, natürlich. Das ist ja schon immer 4 Futtermahlzeiten K&K. Ne? Also wenn die Tauben samstags nach Hause kommen, sonntags und montags? Ja. Wenn du deine Tauben getrennt hast samstags nach dem Flug, wie versorgst du sie danach? Erstmal, wenn sie wiederkommen, haben sie immer top relax. Ich möchte nie, dass ein Tier hungert, gerade nach den Anstrengungen. So, und dann machen wir mal 2 Stunden, aber das hat dieses Jahr auch nicht so funktioniert. Müssen wir leider auch dieses Jahr schon bei Stunde Konkurs alles ein bisschen ausweiten und auch umdenken als Züchter, ist klar. Wenn ich getrennt habe, kriegen die einmal Protein-Power. Ne? Zum Aussuchen satt. Satt, wie immer. Rest wird abgeräumt, nachher Jungtauben rein. Ne? Wann trennst du denn deine Reisetauben in der Regel? Bei normalen Flügen, wie es letztes Jahr, passte das mit 2 Stunden immer genau nach der ersten. In diesem Jahr ganz anders, längere Konkurse, viel höhere Beanspruchung. Ne? Würdest du zum Beispiel, wenn ein Flug sehr schwer war und jetzt vielleicht die ein oder andere Taube noch nicht zu Hause ist und du hast trotzdem getrennt, die Tauben am nächsten Tag nochmal zusammenlassen? Nein. Da haben wir immer jetzt unseren Hochzeitstag, sagen wir das auch Spaß zu. Ne? Im letzte Woche war es so, da habe ich es Samstagmorgen vom Einsetzen erst gemacht. Für eine Stunde zusammengelaufen lassen, getrennt. Das war von 5:30 bis 6:30. Dann haben wir so bis 7 habe ich sie sitzen lassen und um 7:30 circa gefüttert. Ne? Aber dann hast du sie logischerweise auch nicht mehr gezeigt nachher beim Einsetzen. Nein, nein, nein. Die sollen dann ruhig rein. Ne? Zeigst du denn generell beim Einsetzen die Tauben, den Partner? Nein, nein. Nie? Aber wie gesagt, jetzt war es so Samstag, habe ich mich entschieden dazu, wegen Fressverhalten, dass ich sie erst am Einsatztag zeige, morgens, ganz früh, trennen, satt abgefüttert, fertig. Machst du während der Woche auch Trainingsflüge? Früher habe ich das ja schon als Hardliner praktiziert. Das bin ich heute ganz von abgegangen. Weil ich sehe jetzt einfach den Vorteil darin nicht. Warum soll ich mir die Arbeit machen und habe nichts davon? Und was ich feststellen muss, bei jedem weiteren Flug war eine Taube entweder weg durch den Greifvogel, zumindest kam eine ab 80 Kilometer angeschlagen wieder vom Greifvogel. Und daher werde ich da in den nächsten Jahren wohl es noch um ein Vielfaches reduzieren und dann immer versuchen, in dem großen Pulks diesen Angriffen aus dem Wege zu gehen. Aber wenn du einen Trainingsflug machst, dann doch in der Regel donnerstags, oder? Ja. Wenn, das habe ich auch gemacht bis zum zweiten Wochenende, aber dann habe ich schon... Aber zeigst du denn dann donnerstags trotzdem mal den Partner dann? Ja, dann rede ich Halligalli mit allen Teufeln, ne? Dürfen die Tauben dann zusammen auch raus oder nur im Schlag? Nur im Schlag. Ich setze sie sofort fest, sonst, wenn die sich zu doll keilen, dann musst du bei stehen bleiben, bei meiner. Wenn die sich verfliegen, die machen sich alle. Ne? Wenn du jetzt einem Züchter einen Tipp geben könntest für die Rönfrid-Produkte einfach mal. Rönfrid hat ja sehr viele Produkte. Ja. Und viele Züchter sagen, ich kann nicht alles geben.
Nö. Und ein Züchter, der einen kleinen Geldbeutel hat, welche drei Produkte würdest du ihm auf jeden Fall für die Reise empfehlen, die ja ein absolutes Muss sind? Ja, drei ist ein bisschen wenig, ne? Also da kommt man heutzutage kaum mit hin, würde ich sagen. Wenn ich nur drei nehmen darf, Blitzform, K&K Eiweiß, Carni Speed, ja, da komme ich nicht. Mit drei komme ich. Okay, dann sag mal, was müsste es mal noch auf jeden Fall geben? Und wenigstens Usogano noch, Avidress, ne? Das wäre schon das Mindeste, leider, ne? Also man muss auf jeden Fall mehr als drei Produkte geben, um die Tauben in die Form zu bekommen, ja, wie wir uns ja alle vorstellen und wie ja du sie jede Woche in der Regel hast. Ja, ja. Dann hätte ich ja noch nicht mal mehr ein Ankunftselektrolyt zur Verfügung. Wenn die halb verdurstet heimkehren, habe ich da ja gerne was drin, wie jeder Sportler auch, ne? Klaus, sag doch mal ein bisschen was zu deiner Belüftung hier. Wie funktioniert die? Ja, also ich regel das hier über den Einflug über Tag und heute habe ich nicht alles ganz offen. Da habe ich noch 25 cm Ziehen circa zu. Also da kommt die Luft aus dem Ausflug, ja, wenn rein. Wenn es jetzt subtropisch wäre, wäre alles ganz offen. Und ne? Wo geht die Luft weg? Die soll dann hier reinschleichen und nach oben raus. Und seit diesem Jahr habe ich das Fenster mal wieder aufgemacht, ne? So, Klaus, hier sind wir in einem Witwerschlag. Ja. Hier hast du gesagt, spielst du die Weibchen. Ja. Die tagsüber immer draußen sitzen, richtig? Ja, genau wie ihr es jetzt hier gesehen habt. Okay. Und hier ist kommen der Witwerschlag. In den Witwerschlag. Ja. Ich habe ja zwei Witwerschläge, wisst ihr ja alle schon. Hast du das extra verdunkelt ein ja bisschen? Ja, jetzt mache ich so Höhenklischee, ne? Damit die ganz ruhig sitzen, ja, auch. Alles verdunkelt, blau ist dann meine Lieblingsfarbe, ist auch nur eine ganz normale selbstklebende Schutzfolie, ne? Okay. Und Licht ist aus tagsüber, ja? Ja. Das geht morgens so jetzt um 5 Uhr an, weil ich sie ja eher wecke jetzt im Hochsommer. Okay. Morgens trainieren sie viel besser, kurz nach Sonnenaufgang. Welcher Schlag ist denn der bessere, Klaus? In diesem Jahr dieser hier, bedingt durch die große Kälte. Weil die Pfanne, wenn du die jetzt anpackst, ist eine Heizung. Die alte Super-Tonpfanne, ne? Ja, total heiß. Ja, es reagiert sofort auf die geringsten Sonnenstrahlen, heizen die Pfannen sich ab und strahlen es an die Tauben weg, ne? Das ist der Kapitän, der den ersten 400er gewinnt, ne? Grundsätzlich sagt man ja, man muss seine Reisetauben oder generell seine Tauben 365 Tage im Jahr top versorgen. Jo. Das ist eine Grundbasis, würde auch ich sagen, um erfolgreich im Taubensport zu sein. Wenn wir jetzt mal deine Reisemannschaft nehmen, du lässt sie auch im Winter raus, soweit ich weiß. Ja. Wenn wir jetzt mal einfach den Anfang nehmen, bevor die Saison beginnt, wann impfst du deine Tauben? Ja, grob Oktober. Ich bin keiner, der alles so notiert. Ne? Oktober, Anfang November werden deine Tauben geimpft. Wenn du sagst, Klaus, ich pack mit an, dann kommt der Züchter noch, komm, lass uns das Samstag machen. Also da gibt es keine strikten Tage. Ne, ob ich jetzt mal 14 Tage Pause zur nächsten Impfung habe oder 13. Ich finde, das macht nicht viel. Ne? Gibt es irgendeine Kur, die du auch durchführst bei deinen Reisetauben, ohne vorher einen Tierarzt aufzusuchen? Ja, mache ich. Ich gebe immer Enroflaxin 8 Tage in der Kombination der ersten 5 Tage mit Amoxin. Ne? Wann gibst du das? Da bin ich somit fertig am 25. März. Ne? Dann baue ich sie mit Entrobac Immunbooster auf Schwerste wieder auf, dass die Darmflora wieder da ist. Dann verpaare ich sie und dann beginnt ja der Lauf. Da muss ich einen Lauf bekommen in den Tauben. Ne? Also das ist so eine Kur, die du unabhängig vom Tierarzt immer machst. Das war ja so, wir haben uns mal gestritten. Das war Gidelmann, war hier der große Führungsspezialist der 70er, 80er Jahre. Boah, sagt er, das stimmt nicht, was du sagst. Ich hatte dann 6, 8 Tauben untersuchen lassen. Keiner drüben im Nahen, war ganz stolz. Hat er mich so lange geärgert, habe ich mal alle eingepackt und bin hier in der Ortspraxis gefahren. Die hatten auch ein Mikroskop. Da waren mit mal 5 Tauben voll mit Trichomenaden. Ich habe ja 80, 40 Witwer, wie du weißt. Ich habe zwar nur 120 Tauben, aber die, die ich haben möchte, spiele ich ja auch. Ne? Das ist mir wichtig.
Ja, und tatsächlicherweise vier waren voll mit Trichomonaden. Also eine Trichomonadenkur machst du auch immer? Immer, Rizol S. Wann ungefähr? Ja, die beginnt so Anfang März. Ne? Weil ich habe ja alle Zeit der Welt, Stefan, wegen der Winterzucht. Ne? Und wann fährst du dann zum Tierarzt in der Regel? Mit ganz zum Schluss im April. Ne? Ich möchte es nah an der Reise legen, um nochmal entscheiden, korrigieren zu können. Ne? Aber von dem Moment an, wenn der Tierarzt jetzt nichts findet, machst du auch keine... Dann mache ich nichts mehr, wenn nichts da ist. Ne? Aber die werden da immer ein bisschen empfindlicher. Bin jetzt noch mal überlegen, ob ich die Strategie für nächstes Jahr ändere. Weil sie waren ja bei den Untersuchungen gesund. Ob ich es mal unterlassen sollte. Bin ich jetzt so ein bisschen immer noch im Zwiespalt. Darüber denken, man versucht es ja denn noch besser zu machen. Wenn du jetzt mal einen Flug nicht so gut gespielt hast, wie du dir das selber vorstellst, was machst du dann? Dann würde ich entweder eine Belgier Magic sofort schieben oder von Peters die Kapseln oder metronieren. Ne? Da würde ich sofort drauf reagieren. Ne? Also das sind so die Basics, die du dann wahrscheinlich machen würdest? Ja, ja. Oder würdest du dann totaler Leistungsabfall würde ich entweder auf Amoxidoxy gehen mit Neo, so eine Kombination versuchen. Aber da sie das ja in der Regel Gott sei Dank nicht tun, da bin ich aber sehr dankbar drüber. Ne? Wie oft fährst du während der Reisesaison zum Tierarzt? So einmal in der Mitte. Ne? Ich war letzte Woche da, war nichts. Ne? Und dann bist du eigentlich in der Regel auch bis zum Saisonende damit durch. Wenn der Leistungsabfall natürlich käme, würde ich schnell hinknallen. Aber es ist ja leider so, es wäre dann ja auch ehrlich gesagt zu spät. Das Ergebnis dauert eine Woche. Die sind so ein bisschen klüngelig, eine riesen Geflügelpraxis. Dann würde ich dann, wie gesagt, so ein Gemisch probieren, Adoxy, Amoxy oder was. Ne? Wenn der Leistungsabfall da wäre. Extrem wäre, ja? Ja. Jetzt gehen wir mal von der Reise. Aber dabei möchte ich noch sagen, analysiere ich auch jeden Flug. Wenn alle Spitzenzüchte aus meinem Regionalverband auf eine Mütze kriegen, war es eben auch mal ein krummer Fluch. Und da muss ich nicht gleich mit einem Flammenwerfer über den Taubenstall laufen. Ne? Jetzt haben wir jetzt so eine Reisesaison, beginnt ja meistens Ende April, Anfang Mai. Geht in der Regel 13 bis 14 Wochen. Das heißt, wir haben sämtliches Wetter eigentlich. Ne? Vom Frühjahr noch ein bisschen kalt, feucht. Dann, wie jetzt zum Beispiel, haben wir Hochsommer, 30, 32 Grad, sehr trocken. Passt du da deine Versorgung mit Zusatzprodukten dem Wetter auch ein bisschen an? Ja, zum Beispiel jetzt bei der Hitze tue ich immer so ein, zwei Futtermahlzeiten ganz dann unser Atemfrei mit drauf. Ne? Wintersee mit Topfit Futterkalk ab. Ne? Fertig. Ne? Das tut den Tauben einfach gut, der Hustensaft, sage ich immer. Ne? Sieht man den richtig an. Ne? Machst du auch Einzeltierbehandlungen? Grundsätzlich bei deinen Reisetauben? Hin und wieder schiebe ich meine K&K, wenn sie mir zu spät waren. Eine Stunde nach dem Konkurs, die kriegen alle so circa dienstags noch meine K&K. Ne? Also dienstags, wenn samstags der Flug war, bekommen sie dienstags eine Eiweißkapsel nochmal K&K. Da müssen sie vollkommen regeneriert sein, um die dann reinzubringen. Ne? Also nicht direkt nach dem Flug? Nein. Warum nicht? Weil der Körper da gar nicht das verarbeitet, ne? Weil die Taube total ermattet ist, ne? Meiner Auffassung nach. Ne? Also wäre so eine Kapsel wahrscheinlich, wenn die Tauben vom Flug kaputt nach Hause kommen, kontraproduktiv, weil der Körper sich erstmal ein bisschen regenerieren muss. Ja, ja, das Gefühl habe ich auch. Ich finde meine gerne, ich probiere viel, jetzt zum Beispiel wie mit dem neuen Zuchtvitamin da, mit der Milch und dann sehe ich das, ne? Ich muss immer was sehen, wenn ich was mache, ne? Das ist mir wichtig, ne? Wir haben ja sehr häufig die Diskussion über Elektrolyte bei Brieftauben. Ja. Der eine Züchter sagt, es macht keinen Sinn, Elektrolyte zu geben, weil Tauben nicht schwitzen. Ja. Der eine sagt, es macht nur Sinn, Elektrolyte zu geben vor einem Flug. Und manche schwören halt auch darauf, nach einem Flug Elektrolyte zu geben. Wie ist denn deine persönliche Meinung und auch deine Erfahrung? Ich bin ja ein Ziehsohn von Erdös gewesen und habe es bis zum heutigen Tag so beibehalten, ne? Mit einem Schwereinsatz von Elektrolyten. Ne? Wann bekommt deine Tauben Elektrolyte? Bei der großen Hitze ab Dienstag. Ab Dienstag Elektrolyte? Ja. Also theoretisch ab heute bekommen deine Tauben Elektrolyte? Ja.
Das Wohlfühlbefinden der Tiere ist wesentlich höher sichtbar, weil sie mit der großen Hitze draußen für mich zu kämpfen haben. Mit Carnish Speed zusammengemischt. Alle zusammen, absolut verträglich. Ne? Klaus, wenn eine Taube zu spät nach Hause kommt, bekommt sie dann eine besondere Versorgung von dir? Ja, alle Tauben bekommen in der Regel dann, die etwas abgeflogener sind, also eine Stunde hinter dem Konkurs kommen, bekommen zwei K&K-Dragés, immer am Dienstag oder Mittwoch. So ein bis zwei Tage nach dem Flug. Ne? Dann erziele ich den höchsten Effekt. Ne? Und hier unser Zigeuner, der ist letzte Woche mit ins Münsterland aus Versehen geflogen, beim großen Münsterland-Auflass. Hat es aber dann doch geschafft, Gott sei Dank. Einen Tag später um 10:30 nach Hause zu kommen, das hat mich sehr gefreut. Und deshalb kriegt er heute erstmal 2 K&K Eiweiß. Okay, wie machst du das? Lege ich mir hier drauf, schön. Ja. Faul wie ich bin, natürlich im Sitzen, zack, zack. Bisschen nachdrücken und wenn man möchte, hier nochmal ein bisschen massieren, ne? Okay. So schön geschluckt werden. Dann können wir ja auch noch gleich mal eine Spülung zeigen. Da ich im Winter immer eine enorme Kopfdehnung mache, einmal am Tag Fütterung und dann satt, sind meine Tauben es auch gewohnt, sich den Banz richtig voll zu hauen. Und das liebe ich ja sehr, damit ich das während der Reisesaison auch mal ausnutzen kann, indem sie mehr fressen können, ne? Warte mal ganz kurz, also das gibst du auch während der Reisesaison? Ja, immer beim Einsetzen mit Multielektrolyt, ne? 15 Milliliter. 17, 19 sogar, ja. So viel bekommen die davon? Da, damit ihr das alle seht, dass das geht. Okay, Klaus, dann zeig uns das mal. So, hier liegt er sicher. Das ist natürlich ein Bringer, dieser hier. So, seht ihr, ich zeige euch erstmal die Taube, es macht der Taube gar nichts aus, ne? So schnell hast du das gemacht? Ja. Da habe ich meine 65 oder 60 Reisetauben in Miteinkommen, allen Zip und Zap sind für 45 Minuten fertig. Seht ihr auch, und das macht ihm hier gar nichts aus. Er ist jetzt schön mit Wasser gefüllt, fertig, ne? Jetzt reden wir mal ein bisschen über die Selektion. Das ist ja auch immer so ein schwieriges Thema. Viele Züchter tun sich ja da ein bisschen schwerer mit. Jetzt bist du ein absoluter Spitzenschlag, hast eine mittelgroße Mannschaft, möchte ich jetzt mal sagen, und musst natürlich auch schon streng selektieren. Ja, selektieren, Stefan, das sehe ich leider immer so. Ein Jahr habe ich 30 oder 40 zweistellig, im anderen Jahr nur 2. Da kann der liebe Herr Steinmink leider nur das selektieren, was da ist. Nächste Woche Samstag bekomme ich, oder diese Woche Samstag, einen Katastrophenfluch. Und es kommt kaum ein Tierchen heim. Dann kann ich natürlich nichts mehr selektieren. Dann bin ich auch froh, wenn noch welche da sind. Ne? Das habe ich ja nun auch erlebt oder durchlebt. Ne? Anderen Jahr habe ich natürlich viel. Da muss ich natürlich strenger selektieren. Ne? Wenn du sagst, du musst strenger selektieren, jetzt sagen wir mal, du hast, glaube ich, jetzt noch 60 Tauben geschickt. Ja. Ihr habt den 8. Flug gehabt? Nein, den 6. Okay, den 6. Zwei Flug. Sind ja bei uns ausgefallen. Ah, okay, zwei. Cool. Ihr habt 6 Flüge gehabt? Ja. 60 Tauben hast du noch, die du geschickt hast. Ja. Das heißt, sagen wir mal, die Saison bleibt so, wie sie ist. Ja. Sehr gut, ihr werdet keinen krummen Flug haben. Mit ein bisschen Glück wirst du dann wahrscheinlich noch 54, 55 Tauben am letzten Preisflug haben. Drück mir mal die Daumen, dass es so ist. Das hört sich sehr gut an, Stefan. Und was ist dann dein Maßstab? In diesem Jahr ist es ja leider auch wieder woanders. Daher bin ich auch einer, der ungern was aufschreibt. Da ja 6 Flüge gewesen sind. Ne? Es kommen ja nur noch 5, also sind nur 11. 11 Preisflüge habt ihr? Ja. Okay. Weil ja 2 bereits ausgefallen sind. Also kann ich mit den Zweistelligen jetzt gar nicht mehr rechnen. Jetzt muss ich mich ja wieder auf die Situation wie immer einstellen. Ne? Da ist ein 9 Preiseflieger auch ein guter mit 790 Punkten. Ne? Achtest du denn darauf, sagen wir mal jetzt bei einer Taube, die jetzt dieses Jahr 7 Preise fliegt und 550 oder 600 Asspunkte, wenn er jetzt 2-jährig ist, würdest du den auch behalten fürs nächste Jahr? Wenn ich keine anderen hätte, ne? Musste ich schon, muss ich ganz ehrlich sein. Nach den Wehlsflügen weht hier schon mal auch ein bisschen eisiger Wind, ne? Hat auch nicht immer hier nur die Sonne geschienen. Aber ich habe ja immer tapfer weitergemacht, wie du mich kennst, ne?
Eine Taube, die bei dir zweistellig fliegt, bleibt die auf jeden Fall im Reiseschlag? Nein. Da habe ich welche 3 Jahre zweistellig schon selektiert. Ne? Weil sie nicht genug Asspunkte gefunden haben? Ja, zu langsam. Ne? Zwar genug hervorragender Nachwuchs vorhanden, da mussten die eben runter. Ne? Hast du denn auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass wenn eine Reisetaube ein Jahr nicht so schnell war vielleicht, aber sie trotzdem dann geblieben ist, warum auch immer, dass sie dann im nächsten Jahr explodiert ist, dass sie dann deutlich besser war als im Jahr davor? Ich habe schon Jährigen gehabt mit 13, 12, 990 Punkte. In meinem Jahr macht er 4. Ich habe dann nur noch 7, 8 Mal mitgegeben, weil ich die auch gerne schicke. Ich bin ja einer, der gerne Tauben sieht, da bin ich ganz ehrlich. Ne? Und ja, habe ich ihn geschont. Habe ich auch im letzten Jahr mit eingemacht. Der Pfeffer, die ist ja nur Spitze. Ne? Und im anderen Jahr flog er dann 13, 13. Ne? Jetzt kommen wir zu. Er hat ja bewiesen, dass er es kann. Ne? Hatte mal ein schlechtes Jahr. Ich habe ja auch mal einen schlechten Tag. Ne? Okay, jetzt kommen wir mal zu einem Thema, was mich auch immer umtreibt. Und was, glaube ich, bei vielen Spitzenzüchtern jede Woche einem Schweißperlen auf die Stirn treibt. Das Vorbenennen der V-Tauben. Das ist das Schlimmste für mich. Jetzt hast du da oben eine Mannschaft von 60 Cracks sitzen, die in der Schnitt zwischen 40 und 48 Preise machst du locker jede Woche mit viel Spitze dabei. Jetzt stehst du donnerstags, freitags in deinem Taubendomizil und musst 6 Tauben auswählen. Ja, letzte Woche haben wir es so gemacht mit meinem Sohn, da haben wir es wieder gezänkelt, aber nur im gut gemeinten. Der erste Zettel war der richtige, der letzte Zettel war der verkehrte. Da waren wir eben 22 Punkte circa los. Ist passiert, müssen wir durch. Wir bleiben ja trotzdem leidenschaftliche Taubenzüchter. Wie bekommt man denn die Form in die Taube rein? Ja, das fragen mich viele, ne? Ist da manchmal ein bisschen Glück, oder? Oder ist das nur harte Arbeit? Ja, seine Arbeit muss man tun. Also ohne dem geht's nicht. Ne? Früher sagte mein Vater immer, vorm Sieg hat der liebe Herrgott den Schweiß gesetzt. Ne? Also wer da nicht willens ist, dran zu arbeiten, wird oben heute nicht mehr da sein. Oder sie nicht richtig versorgt, wird keine Chance mehr haben. Ist Pünktlichkeit in dem Taubensport wichtig? In der Regel ja. In der Regel ja. Ne? Obwohl man ja auch selber, jetzt wird es plötzlich heiß nach dieser Kälte, stellt man ja auch die Trainingszeit um. Ne? Ich bin jetzt auf 5.30 Uhr am Morgen und abends 18.30 Uhr. Ne? Also habe ich ja wieder diesen Faden algorithmisch ein bisschen verlassen. Ne? Aber ich muss mich dieser Wetterlage ja anpassen. So Klaus, jetzt kommen wir mal zur dritten Kategorie. Das sind die Jungtauben. Auch mit denen spielst du ja sehr erfolgreich. Und ich hätte da einige Fragen, die natürlich auch die Züchter sehr interessieren. Wie viele Jungtauben züchtest du für dich selber? Ich glaube, es waren 80 und ein paar 85. Ich bin da nicht so ein Buchführer, so ein Typ bin ich so nicht. Wie viele sind in der Regel zur ersten Preistour noch da? Oh, 50, 45. Je nachdem, wie das Jahr verläuft. Ich bin da einer, ich nehme das so ein bisschen hin, wie jedes Jahr so verläuft. Müssen sich eben halt durchsetzen. Charisma haben, auch mal allein von 120 Kilometern im Mai, Juni schon nach Hause hin zu fliegen. Und wenn die das dann leider nicht schaffen, dann wird das so von mir akzeptiert. Ne? Da bin ich nicht so nah am Wasser gebaut wie viele andere Züchter. Ich setze das voraus, dass sie das schaffen müssen. Denn sie sind ja im Januar bereits abgesetzt. Dann haben wir den Februar, März, April, Mai. Sie sind dann 4 Monate alt. Und dann setze ich das voraus, dass sie das schon mal schaffen. Bei machbaren Flugbedingungen. Ne? Also wenn du sagst, die Jungen sind jetzt schon so auf 120 Kilometer trainiert. Wie ist denn da so der Plan? Womit fängst du an? Mit wie viel Kilometer? Da das Winterjunge sind und ich am liebsten schon im März korbe, was aber zum Beispiel in diesem Jahr wieder überhaupt nicht funktioniert hat. Ne? Viel zu kalt, weißt du selber, Stefan, wir hatten gar keine Sonne. Es war ja grausam, hat ja nicht so viel Spaß gemacht, weil das Wetter uns nicht so gut gesonnen war. Da sind wir natürlich dieses Jahr erst Mitte April angefangen. Dann geht das erst von der Mühle, da sind wir sehr, sehr vorsichtig und dann steigern. 2, 5, 8, 10, 12. Und dann geht es auf 20, 30, 50, 70, 80.
und dann über 100. Und das ist so der Stand jetzt, Mitte Juni, dass die Junge schon auf 120 Kilometer waren. Ja, ja. Eigentlich schon sehr gut antrainiert. Ja. Und da hat sich auch schon die Spreu, würde ich sagen, vom Weizen getrennt. Ja, auf jeden Fall. Ne? Wie sieht denn deine Versorgung der Jungtauben bezüglich Impfen aus? So, auf Impfungen lege ich so bei Jungtauben groß gar keinen Wert. Ich muss ja die Paramyxo-Impfung machen und die haben wir jetzt in der letzten Woche, das weiß ich noch, am Donnerstag durchgezogen. Also impfst du nicht gegen den Rotavirus? Nein, nichts, das lehne ich auch schwerste ab. Ich habe auch überhaupt keine Probleme, da siehst du sie am Wagen sitzen mit der JTK, die verbringen da eine ganze Woche drin, werden dort gefüttert und getränkt. Dann lasse ich sie wieder heraus und da passiert überhaupt nichts. Ich habe die Tauben danach auch hingehend selektiert. Mit sehr hohem Erfolg, denn ich bin nicht so einer, der das sowas gerne sieht, dass man kranke Tauben vor sich führt. Das möchte ich nicht, das ist auch wirklich nicht so. Wenn du deine Jungtauben absetzt, was bekommen die dann für ein Futter? Immer Zuchtmauser Premium. Ne? Auch jetzt noch? Jetzt noch, nur Wachstum. Ne? Ich möchte die nicht jährig haben, ich möchte die Jährigen als zweijährige Witwer sehen. So eine Schlagkraft zeigen die auch immer wieder. Ne? Also auch in der Trainingsphase jetzt haben die noch Zuchtfutter. Volles Zuchtfutter. Immer mal rein. Normal sagt man, dass man da jetzt nur leichteres Futter, Relax gibt. Lieber Wachstum. Ich habe Vögel schon jährig, die jetzt zweijährig sind. Von der Erfahrung und vom Gesamtaufbau, wie du schon vorhin das erwähnt hast, meine Leidenschaft sind 4, 5 und 600 Kilometer. Und darin hingehen möchte ich auch meine jährigen Tauben führen, dass sie das bereits komplett durchfliegen. Wie sieht es denn bei dir mit den Zusatzprodukten von der Fasern, wenn du absetzt die Jungtauben bis zum Training, sprich Preisflüge? Das macht ja jetzt die ganze Arbeit in Übungen mein Sohn Marc. Okay. Es sei denn, er ist beruflich unterwegs, dann geht das natürlich nicht. Der hat ja beim Zoll seinen Dienst zu tun. Ansonsten schwören wir da jetzt ganz massierten Einsatz Vialotop, Avimicin. Diese Kombination, nur nicht mal mehr Kinderkrankheiten sind seitdem bei den Jungtauben zu sehen. Und wir sind da wirklich hoch mit zufrieden. Die Tränke natürlich allseits bekannt, Avitestin, Avidres, Usogano und natürlich ganz wichtig, zweimal die Woche Blitzform. Belichtest du deine Jungtauben oder verdunkelst sie? Ja, belichten tun wir auch. Dann nehmen die auch überhaupt keinen Schaden von. Verdunklung lehnen wir auch schwerste ab. Die wenige Sonne, die diesem Jahr früher nimmt, den Tieren noch wegnehmen im Wachstum, das kommt für uns hier überhaupt nicht in Frage. Da legen wir so groß keinen Wert drauf. Die Jungen kommen ja, wie du weißt, trotzdem noch herausragend. Das reicht vollkommen aus. Wir nehmen das alles so ein bisschen als Anlernphase mit Jungen. Wie selektierst du denn deine Jungtauben? Sagen wir mal, wenn du jetzt 50 überbehältst und hast eigentlich nur Platz für 25, was ist dir da wichtig? Körperbau, Preise, Verfassung, Abstammung? Da suche ich immer den bequemen Weg, sagt meine Frau. Ich korpse dann ein auf 500 Kilometer, setze sie lieber dann dort nochmal und die dann vor mir erscheinen, an denen glaube ich am allermeisten in diesem Sport. Also nochmal ganz kurz, habe ich das richtig verstanden? Fährst du dann alleine mit deinen Jungtauben auf 500 Kilometer? Nein, dann gibt es zum Beispiel im Ruhrgebiet 100, 150 Kilometer vorgelagerte Erfahrung circa. Die bieten dann Parsberg an. Wie heißt das andere noch? Habe ich auch schon geschickt, 480. Oh Stefan, was soll das sein? Vor Plattling. Das komme ich wieder. Das weiß ich jetzt nicht. Neumarkt ist kürzer. Wir hatten noch Hemau. Hemau auch. Hemau kann 470 sein. Also da setzt du dann deine Jungen an, die müssen dann. Okay, und das ist für dich auch nochmal so ein Anhaltspunkt, wer da vorne reinknallt. Wie du schon sagst, da trennt sich dann nochmal gerne die Spreu vom Weizen. Und wir verlassen uns auf die, die es dann anständig meistern können. Sich dann natürlich auch schnell regenerieren können. Das wäre noch ein Aussagekriterium. Aber am liebsten regeln wir die ganze Selektion nur über den Korb und ab jährig knallhart über die Liste. Wenn du jetzt sagst, du würdest deine Jungen oder in der Regel trainierst du deine Jungen sogar schon März, Anfang April. Wie bekommst du denn deine Jungen so schnell ans Fliegen? Ja, dann gehe ich ja immer auf unser so bekanntes Canispeed. Ne?
immer einen Wechsel mit Avidres und Usugano, aber nicht Avitestin. Da halte ich nicht so viel von, das kann ich spielen mit Avitestin. Obwohl ich Avitestin sehr mag, weil das auch sehr viel für den Darm tut. Ne? Also in der Aufbauphase ruhig zweimal die Woche auch Avitestin. Und damit bekommst du die dann ans Fliegen, sodass du die auch wegbringen kannst? Ja, die müssen trainieren. Die trainieren auch weit über anderthalb bis zwei Stunden. Lang. Die Jungtauben, die Winterjungen. Ne? Es ist viel Sauerstoff in der Luft, durch die kältere Luft. Mir gefällt das ganz prima. Ne? Hast du keine Probleme in der Richtung im Frühjahr mit Raubvogel? Sehr viel. Ne? Aber sie lernen das, damit umzugehen und müssen dann eben halt leider Obacht geben. Ne? Ich setze sie ja binnen 14 Tage alle ab. Ne? Lässt du auch deine, manche machen es ja so, dass sie ihre Jungen, wenn sie getrennt sind, die Vögel auch mit den Witwern rauslassen. Machst du das auch? Nein, ich möchte nicht, dass meine Witwer so bei solchen Bullen beigeschmissen werden. Die drehen ja ab, wenn ich die Jungvögel trainiere, dann sind die eine Stunde oder zwei außer Sichtweite. Dann würde ich sagen, um Gottes Namen, wenn meine Witwer da noch hinterherfliegen, die ballern sich ja nur noch mehr ab, ne? Die Witwer. Halte ich nicht für gut. Also kann man davon ausgehen, dass du keine Jungen mit der Fahne trainieren musst, ja? Nein, hier wird nie eine Taube mit Fahne trainiert oder irgendwie erschreckt, damit sie da um Schlag flattert. Wenn die rausfliegt, eine Taube, jetzt, und setzt sich sofort aufs Dach, ist Alarm angesagt, der Taube geht es nicht gut. Erstmal wird sie dann gar nicht gespielt. Und die Sache mit dem Tierchen wird natürlich sofort auf den Grund gegangen. Wie versorgst du denn deine Jungtauben, wenn die erste Preistour beginnt? Wie ist da dein Konzept? Dann mache ich Schiebetür. Ich mache es aber aus dem Grund, weil sie das schon jährlich mitnehmen. Ne? Das ist ein Phänomen. Früher habe ich mich geärgert. 6, 7, 8 Mal gefahren, die Jungen. Und noch nicht kapiert. Jetzt mache ich es ja unbewusst. Denn am Tag, nach dem Endflug, werden die sofort getrennt, die Jungen. Und jeder Flug danach ist ja ein Witwerflug für die Jungtauben. Und das nehmen die perfekt mit als Halter. Ne? Also du lernst deinen Jungtauben eigentlich schon im Jungtierjahr die Witwerschaft. Ja, und das ist mir wichtig. Und komischerweise seit dem Tag hatte ich keine jährigen Vögel mehr, die immer auf dem Fierst rumliegen, gucken sie nach hier und da. Die wussten, aha, worum es geht, sofort. Vielleicht einmal, dass sie noch Faxen machten, ansonsten patsch rein. Und das hat mir super gefallen. Den Tipp habe ich im Übrigen von Alfred bekommen.